Hi Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Wir sind jetzt immer noch auf dem Feuerplanet oder Lavaplanet oder Vulkanplanet, keine Ahnung. Aber wir schauen jetzt mal ins Weltall, weil unsere Expedition fertig sein müsste. Mal schauen, was das bringt. Oder was uns das einbringt. Ich will jetzt auch mal testen, ob ich dann meine Fregatte irgendwie rufen kann oder mein Kommando oder keine Ahnung. Moment. Frachter rufen. Wieso kann ich den hier nicht herrufen? Oder muss ich da weiter im Weltall sein? Okay, will er nicht. Zu nahen Planeten, okay. Also doch zu nah dran. Ganz viele rekrutierbare Frachtschiffe. Ja, das ist jetzt relativ egal. Wir holen uns jetzt mal unseres hin. Jetzt geht's. Und da oben ist der Hangar übrigens. Ich habe das immer total verpeilt, dass man da oben reinfliegt. So, rein da. Jetzt Moment mal, kann ich meine anderen Raumschiffe hier auch irgendwie herbringen? Landung nicht möglich, die sind halt noch kaputt. Muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Fehler. Gute Seite. Wie jetzt zählt es als Basis? Das hat es das letzte Mal nicht. So, erstmal schauen, ob ich das jetzt über hier machen kann. Flottenkommandant bereit. Kalibrierung mit Flottenkommandant Jotnin. Nachbesprechung mit Kommandant. Schwierigkeit 2. Wir erreichten den Regiebesektor. In diesem Gebiet schien es keine interessanten Lebensformen zu geben. Wir entsandten eine Bodencrew, die von der Pflanzen in der Nähe Mineralien sammeln sollten, während wir uns auf den nächsten Warp-Sprung vorbereiteten. Oh, nice. Geborgenes Fregattenmodul, Units 32.000, Iridesit, Magnetisierungsferrit, joa, war nicht schlecht. Dafür, dass ich effektiv nichts gemacht habe. So, was hat der zu erzählen? Ein freudiger Tag für die Flotte, ich habe neue Expeditionsrouten. Dann zeig mal her. Ich denke, Kampfroute ist ausgeglichen. Industrieexpedition. Ja, nehmen wir die lange Kampfpatrouille, würde ich sagen. Und packen wieder unser Schiff rein. Zugewiesen? Passt. Expedition starten. So, was ist jetzt mit diesem Fregattenmodul? Ist es jetzt für Upgrades oder wie funktioniert das? Ja. Nee, funktioniert nicht. Doch, da kann ich Upgrades mit kaufen. Schon gewundert. So, dafür bräuchte ich halt ein Vierfach-Servo. Für schnelleres Reisen. Naja, es ist noch unwichtig, ob ich was brauchen. Aber wo kriege ich jetzt ein Vierfach-Servo her? Warp-Karte. Also ich kann rein theoretisch mich auch mit dem Frachter bewegen. Was eigentlich ziemlich cool ist. Wie tanke ich jetzt den Hyperantrieb von dem Ding auf? Ist hier irgendwo ein Menü, wo ich das auftanken kann? Flotte verwalten. Oder liegt es daran, dass das Ding gerade auf Mission ist?
Das kann natürlich auch sein. So, muss ich mich jetzt erstmal mit dem vorbesprechen oder funktioniert das jetzt automatisch? Mit Kommandant sprechen? Sehr gegrüßt, reisender Freund. Okay, also das Standardzeug, wie lange es halt dauert. Oh, sie haben tatsächlich meine kaputten Raumschiffe reingeholt. Cool. Dann kann ich die ja jetzt langsam mal aufbereiten. Das dürfte aber eigentlich gar nicht fliegen können. Aber kann ich die dann jetzt über meinen Frachter verkaufen oder wie läuft das? Naja, ich steig mal ein. Mal schauen, was alles kaputt ist. So ziemlich alles. Impulsantrieb, Metallplatte, okay. Wie Wasserstoffgelee. Müsste ich herstellen können, oder? Wobei, ich habe, glaube ich, gar keinen Die-Wasserstoff. Doch, passt. Also starten könnte sie jetzt auf jeden Fall. Okay, das kann ich auch bauen. Passt. Weil das ist halt ein richtig cooles Schiff. Das würde ich mir schon gern restaurieren. Ja, das können wir nicht leisten. Ein beschädigtes Superantriebteil. Drei Mikroprozessoren. Was gehe ich denn immer raus? Habe ich da genug, um drei zu bauen? Nee. Kohlenstoff-Nanorohr, drei Stück. Mehr herstellen. Und jetzt drei Mikrochips. Wo sind sie denn? Da. So, dann bauen wir die rein. Moment, anderes Teil. Hyperantrieb war's. Genau. So, Impulsantrieb. Eine Metallplatte und hermetisches Siegel. Nochmal für ein hermetisches Siegel. Verdichteter Kohlenstoff. Aber das könnte ich ja von meinem Planeten holen. Also daran scheitert es nicht. Was da alles kaputt ist. Okay, der Rumpfbruch, gebastenes Bollwerk. Platin, okay. Also sollte ich das Zeug vielleicht doch mal aufheben. Okay, Dioxid. Das ist halt wirklich alles kaputt. Nee, da muss ich wirklich schauen, dass ich das Zeug zusammenkratze. Na, es wird schon funktionieren. Dann bastel ich mir hier eine kleine Fregatte zusammen. Wie viel ist hier kaputt? Das ist aber nur C-Klasse. Also teilweise kann ich es ja wieder zusammensetzen. Spart auf jeden Fall Zeit. So. Also Platin brauche ich auf jeden Fall. Dass die so fröhlich vor sich hin brennen. So, was ist mit den Teilen? C-Klasse. Das hat halt richtig viele Plätze. Okay, jetzt brauche ich wirklich extrem viel an Metz. Okay, da brauche ich Antimaterie. Das ist halt komplett im Arsch.
Boah, so viel Antimaterie, what? Ach, ich sehe ja, was ich brauche, wenn ich drüber hobe. Muss ich gar nicht draufklicken. Bei meiner Antimaterie will ich halt da ungern reinstecken, wenn ich ehrlich bin. Na, da werde ich mal eine Crafting-Session machen müssen. Das komme ich nicht drum rum. Wow, selbst die Technologie ist im Eimer. Naja, Platin. Ich nehme jetzt einfach mal alles an Metzen mit, was ich kriegen kann. Wenn ich unterwegs bin. So, wo ist jetzt eigentlich mein Schiff? Also das, wo noch funktioniert und fliegt. Na, da ist es. Also haben die das automatisch geholt. Das finde ich cool. Uah. Ist das Schiff einfach in mich reingeflogen? So. Auf der Raumstation war ich schon, oder? Was ist denn das für ein Planet? Sicher Wächteraktivität, oder? Nee, geht sogar. Säuerlicher Planet. Ist wahrscheinlich wieder so ein Wasserplanet. Also ich sehe jetzt in der Galaxie jetzt nichts Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Hyperantrieb hat er noch. Gehen wir mal nach Volus Sorpo. Sorpo irgendwas. Es wäre natürlich cool, wenn ich die ganzen Schiffe reparieren könnte. So, jetzt gehen wir erstmal zur Atlas-Schnittstelle, würde ich sagen. Und holen uns wieder neue Wörter. Oh, was fliegt da hinten? Ist das wieder ein Frachtschiff oder was? Hm? Naja, werde ich dann schon rausfinden. Ich glaube, meine Achievements reichen nicht oder meine Meilensteine, um das nächste Item freizuschalten. Mal schauen. Okay, das sieht jetzt schon wieder nicht mehr wie ein Pokéball aus. Das sieht sogar richtig weird aus. Naja, Hauptsache hier gibt es wieder Wörter. Nee, was ist denn das? Jetzt holen wir uns erstmal ein paar weiter, bevor wir mit dem Ding reden. Falls es welche gibt, zu. Ein Wort. Wissen. Dort. Sprint ist verkauft. Kaufe Ausdauer-Upgrades in einer Raumstation. Müsste ich wirklich mal machen. So viel wie ich sprint. Dies. Gott, sind echt viele Wörter. Kann nicht. Okay. Hat er jetzt den Zusammenhang der beiden Wörter gelernt oder was soll das heißen? Weil es sind ja eigentlich zwei. Das war jetzt auch das erste Mal, dass er zwei Wörter auf einmal gelernt hat. Werden? Alle? Oh, ich habe eins vergessen.
Aber was ich mich jetzt gerade frage, diese Expeditionen laufen wahrscheinlich auch weiter, wenn ich offline bin. Gehe ich jetzt mal davon aus. Okay, das müssten alle sein. Ach, da hinten. Ich bin blind. Na, schade. Kein Wort. So, mal schauen, was der Pokéball zu sagen hat. Okay, dieses Mal gibt es keine Warp-Zellen. Okay, ich habe kein Wort verstanden. Ich spüre eine gewisse Ketzerei in meinen Gedanken. An jeder Schnittstelle erwartet mich ein Atlasstein. Ich werde dazu getrieben, sie zu sammeln. Doch mit welchem Ziel? Warum verlangt der Allmächtige nach meinen Gebeten? Was stimmt nicht mit dem Herzen der Existenz, dass sein Schöpfer diese Reise, diesen Tanz der schleifenden Steine erfordert? Oh, ein Willigen. Ich werde mich der Herausforderung stellen. Der Atlas zeigt mir den Weg und ich werde seinem Aufruf folgen. Dunkle Materie. Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt eigentlich für eine Quest aktiv. Aber wir schauen jetzt erstmal zur Raumstation. Beziehungsweise wir schauen jetzt erstmal, was da rechts abgeht. Da, wo diese Dinger waren, falls sie noch da sind. Ne, sind weg. Ach ne, sind noch da. Sind nur ein paar Frachtschiffe. So, Planet, was kannst du mir zeigen? Wächter aktiviertes Kupfer. Okay. So, wo ist hier die Raumstation? Hier. Kupfer, Gold und Salz. Okay. Ich glaube, den Planeten schaue ich mir dann mal an. Jetzt gehen wir erstmal zur Raumstation. Moment, da ist noch ein Planet? Okay. Wow. Jetzt bin ich echt verwirrt. Naja, schauen wir dann mal auf den großen Planeten. Sobald wir jetzt unsere Upgrades und alles haben. Und ich rede jetzt auch mal mit diesem Ball da. Vielleicht bringt er jetzt mittlerweile was. Jetzt holen wir uns erst das Upgrade. Jetzt könnte ich doch vielleicht meine Raumschiffe verkaufen, die kaputten, oder? Ja, ich brauche dringend das Upgrade. So, was habe ich überhaupt in meinem Anzug rumfliegen? Oh, das Mineral? Lemmium, okay. Protein verarbeiten. Ach so, das macht's zu Faekium. Okay, Solanium ist nichts wert. Diese Module hier, ich glaube, die hau ich weg. Die sind nichts wert und bringen mir kaum was. Bewegungsmodul. Ein mittleres Upgrade für die Bewegungssysteme des Exo-Anzugs. Okay, potenzielle Verbesserungen beinhalten Jetpack-Tankkapazität, Geschwindigkeitsschubdauer. Ist auch nichts. Na, ja, das kann auch weg. Es nimmt alles Platz weg. Wo ich jetzt nicht unbedingt brauche. Moment, habe ich Navigationsdaten? Im Anzug? Ja. Die Antimaterie habe ich auch ins Raumschiff. Das ist besser aufgehoben. Und das kann eigentlich alles weg, bis auf... Nee, alles gut. Was habe ich in der Fracht rumliegen? Sauerstoff und Kohlenstoff.
Nee, passt. Den Rest kann ich weghauen. So, Raumschiffausstattung. Was, Schrott im Wert von 830.000 Units beanspruchen? Was heißt das? Ach nee, da wird alles zerstört. Nee, weggehen. Hier kann ich dann auch Schiffe bergen oder was? Okay. Aber wo kann ich jetzt das Schiff wechseln, das hier angezeigt hat? Moment. Oder muss ich die erst dazu bringen, dass sie fliegen können? Das kann natürlich auch sein. Naja, das kriege ich schon noch raus. Das Upgrade habe ich. Nächste Fahrzeugforschung. Bringt mir halt leider noch nichts. Raumschiffforschung. So, mal schauen, ob der irgendeine interessante Technologie hat. Glutspeer, was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, was der Glutspeer ist, deswegen hole ich mir das Upgrade jetzt besser erstmal nicht. So, hier waren die Typen drin, die ich rekrutieren kann, oder? Forschungsentität. Ach nee. Die können mir auch Zeug beibringen. Freundschaftssymbol. Schutz. Fähigkeit üben. Bitte. Untersucht mich nach Verletzungen. Assistent. Bist du es wirklich? Achso, das ist der, den ich schon in der ersten Galaxie hatte. Oder vielleicht ein anderer, nur mit anderem Aussehen. So, was haben wir noch für welche? Verkäufer-Gag. Gereizt und wichtig, tourisch. Weiß nicht, was denn wohl. Information. So. Trades. Ist erstaunt und scheint das Wort als Kritik zu verstehen. Oh nein. Neuer Titel, Chronist. Moment, das ist ein. Achso, das ist Exo-Fahrzeug, aber das habe ich ja noch nicht. Techniker einstellen bringt mir leider nichts. Sorry. Das wäre jetzt auch fail gewesen, wenn ich das Ding zerstört hätte. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr voran bewegen. Hoppla. Treppe verpasst. Ach ja, mit dem Ding wollte ich mal reden. Flug- und Landebahnaufseher. Okay, funktioniert nicht. Da brauche ich irgendeinen Code zum Überschreiben. Entität. Ich glaube aber, ich lasse jetzt erstmal die Sprachübungen weg. Ich will mir nämlich meinen Ruf nicht versauen, wenn ich ehrlich bin. Weil die Wörter nehme ich natürlich mit. Korvax-Symbol. Abgrund. Außer bei den Wiki, da sage ich einfach Ehre tot, Gra. Dann ist alles gut. Freundschaftssymbol. Wunsch. Der hat auf jeden Fall Tod und Gra benutzt. Tod. Ja, als Dank für meine mutige Sprache, meine Lebensform überreicht mir ein Geschenk. Raumschiff-Starttreibstoff. Oh, das ist nett. Zwar nicht jetzt so super, aber es ist okay. Um Hilfe bitten. Gag-Symbol. Zuhause? Das ist ein gutes Wort. Auch wenn du richtig creepy aussiehst mit den rausstehenden Augen. Ich wollte zwar keine Sprachübungen machen, aber die Dinger sind cool. Händler? Der Alien klatscht zustimmend in die Hände. Oh, das ist gut. Ansehen verbessert.
Schmutz, lokal produziert. Was? So. Das reine Ferrit behalte ich. Basalt. Hoffe ich denn das Basalt hier? Das kann weg. Der Schrott kann weg. Flüssigkeit kann weg. Das Lemmium hau ich auch weg. Das Faetium sowieso. Solanium ist leider auch nichts wert. Sauerstoff und Kohlenstoff behalte ich. Und Raumstoff liegt, glaube ich, nicht so gut das Zeug rum. Das muss ich auch alles aufheben. Klar, die geborgenen Daten, 612.000 Units, aber so nötig habe ich die Units jetzt auch wieder nicht. Oh, Bediensteter Kane. Mögen du Gag? Was auch immer. Ich glaube, ich muss ein paar Gag-Symbole lernen, wenn es angeboten wird. Heilung. Er winkt mit seinen kleinen Händen und klappert zornig mit seinem Schnabel. Das ist ein Schnabel. Dumm, Technologie. Oh, Bediensteter Kate ist entzückt. Älteres Upgrade. Scanner-Modul. Also bei den Entitäten mache ich aber keine Sprachübung. Bei denen bin ich mir nie sicher, was ich sagen soll. Korvax-Symbol. Grenzen. Hatte ich den schon? Bediensteter Lock. Der sieht halt exakt so aus wie der andere gerade. Gecksymbol. Pheromone. Das ist, glaube ich, ein gutes Wort für die. Wobei, vielleicht werden die nicht gerne auf ihre Pheromone angesprochen. Das kann auch sein. Handel. Als Handelsanfrage und nick zustimmen. Die Lebensform gibt mir Zeichen der Freundschaft ein Geschenk. Das ist gut. Mit den Dingern komme ich gut. Nicht mehr duftende Pheromonflasche. Was? Ich glaube, das kann ich verkaufen. So, Hilfe mit Dialekt bitten. Freundschaftssymbol. Wünscht sich. Das ist auch gut. Aber ich verkaufe dieses komische Pheromon-Dings. Minus 19,9%. So, dich hatte ich noch nicht. Reisen. Informationen. Es müssten alle gewesen sein, oder? Nee, Wissenschaftler-Entität noch. So, um Hilfe bitten. Freundschaft zum Wollen. Unterbringen. Das ist auch gut. So, jetzt müsste ich alle haben. So, mal schauen. Was kann ich jetzt questtechnisch machen? Weltraumanomalie. Weg des Atlas. So, mal schauen, wo der jetzt eigentlich sich rumtreibt. Keck, geschätzter Kunde. Ich habe schon gut Platz jetzt mittlerweile durch die ganzen Upgrades. Es ist auf jeden Fall. Moment, was? Ist es nicht. Ist es kaputt oder was? Ich will es nur verschieben. So. Schaut doch schon besser aus. So, weil dann schauen wir jetzt direkt wieder ins Welt an. Aber das machen wir nächste Folge, dann schauen wir mal, ob wir irgendwie jetzt zu Apollos Kumpel hinkommen. Weil ich habe keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Deshalb wollte er mir ja letztes Mal nicht richtig anzeigen. Also macht's gut, bis dann. Ciao.